So, let's go. Ihr hattet euch überlegt, unterschiedliche Konkurrenzabbildungen und welche Eigenschaften haben die? Wir nehmen jetzt mal eine Konkurrenzabbildung und zwar die Drehung. Die Drehung um einen Punkt D um einen bestimmten Winkel. Ja? Wir können ja mal wieder so ein Beispieldreieck einzeichnen. Es ist immer hilfreich, ein Beispieldreieck einzuzeichnen, nach Möglichkeiten allgemeines. Das ist jetzt wahrscheinlich, naja, könnte gleichschenklig sein, egal. Auf jeden Fall, das wird jetzt gedreht um einen bestimmten Winkel Alpha in diese Richtung. Ich versuche das hier mal zu skizzieren. Das ist ein A-Strich, B-Strich, C-Strich. Gewöhnt euch gleich immer an, zu bezeichnen. Ne, Punkte zu benennen, Geraden zu benennen, weil dann können wir leichter darüber reden. Okay, so, ist diese Abbildung längentreu? Was meint ihr, ist die Abbildung längentreu? Ja, warum? Die Abstände zwischen den Punkten bleiben gleich, ja, warum? Weil die Punkte den gleichen Abstand zu dem Drehpunkt haben. Okay, genau. Also die Abstände zu den Drehpunkten bleiben gleich. Und dann bleiben Winkel gleich. Dann könnte man über Kongruenzsätze bei Dreiecken argumentieren, dass auch die Längen, die Abstände gleich bleiben. Mhm. Wir können aber gerne, ich erlaube euch, intuitiv zu argumentieren. Wir hatten gerade bei der Achsenspiegelung, die Folie wird rumgeklappt. Was passiert bei der Drehung mit der Folie? Die wird einfach nur gedreht. Ne? Also um den Winkel Alpha. Ich habe die Folie auf dem O-Wert-Projektor, da ist ein Dreieck abgebildet. Das wird um den Winkel Alpha gedreht. Was ändert sich an den Längen? Nix. Ne? Wird ja einfach nur die Folie gedreht. Winkeltreue. Ist die Drehung winkeltreu? Ja, genau, weil genau das gleiche Argument, es wird ja nur gedreht. Die Folie wird nur um den Punkt D gedreht. Naja, da ändert sich natürlich nichts auf der Folie selbst. Geradentreue. Bleiben Geraden geraden? Auch selbes Argument. Parallelentreue. Bleiben parallele Geraden parallel? Okay, nicken. Ja, ja, klar. Ist auch so, bleibt parallel, weil, naja, ich drehe die Folie. Was vorher parallel war, ist auch nachher parallel. Orientierungstreue. Orientierungsfreiheit ist immer ein bisschen komplizierter. Ja? Es ist orientierungsfrei, weil es eine Drehrichtung hat. Ja? Wie könnten wir das ganz einfach checken, ob es orientierungstreu ist oder nicht? Du hast schon recht, genau. Mhm. Ja. Ja, genau. Wenn man wie eben so ein Orientierungspfeilchen hier reinmacht, ne? Hier geht es gegen Uhrzeigersinn A, B, C. Und da geht es auch gegen den Uhrzeigersinn A', B', C'. Die Orientierungstreue ändert sich nicht bei der Drehung, weil ihr könnt euch ja auch vorstellen, ihr habt die Folie auf dem Overhead-Projektor und ihr dreht nicht die Folie, sondern ihr geht ein Stück um die Folie drumherum. Was so ähnlich wäre, als hättet ihr die Folie gedreht. Es ändert sich an dem Dreieck gar nichts. An der Reihung, der Benennung der Punkte ändert sich nichts. Okay, also die Drehung ist orientierungstreu. Im Gegensatz zur Achsenspiegelung. Gut. Jetzt wird's spannend. Hat die Drehung einen Fixpunkt oder gibt es Fixpunkte? Ja? Der Punkt D ist ein Fixpunkt. Weil? Genau. Der Punkt wird um sich selbst gedreht. Naja, okay, dann bleibt der Punkt natürlich auf seinem Platz. Der Punkt ist ein Fixpunkt. Gibt es weitere Fixpunkte? Mhm. Ja, muss man den, wenn man den Punkt A zum Beispiel um 360 Grad dreht, ist ja auch wieder genau der gleiche. Okay.
Es kann spezielle Drehungen geben, wie zum Beispiel die Drehung um 360 Grad. Angenommen, ich würde um 360 Grad drehen. Was sind Fixpunkte? Alle. Genau. Diese Abbildung nennt man auch die Identität, weil jeder Punkt auf sich selbst abgebildet wird. Es ändert sich gar nichts. So ähnlich wie f von x gleich x. Ja? Da ändert sich auch nichts. So. Und hier ist es genauso. Also Punkte, 360 Grad. Gibt es andere Drehungen, bei denen man noch Fixpunkte hat, außer um 360 Grad? Naja, um 0 Grad, um 720 Grad und so weiter, klar. Noch andere? Nee. Das heißt, im Allgemeinen gibt es bei einer Drehung nur einen einzigen Fixpunkt, nämlich den Drehpunkt. Gibt es Fixgeraden? Ja? Genau, wenn man eine Gerade wenn man um 180 Grad dreht, dann gibt es Fixgeraden. Ja, nämlich, dann wird eigentlich, was sind dann Fixgeraden? Angenommen, ich würde um 180 Grad drehen. Was zeichnet dann Fixgeraden aus? Ja, genau, das sind Fixgeraden, werden auf sich selbst abgebildet. Okay, aber wo liegen die Fixgeraden dann bei einer Drehung um 180 Grad? Welche Eigenschaft haben die? Genau, die Punkte auf der Geraden werden auf die andere Seite gedreht, bleiben aber, landen wieder auf der Geraden, genau. Aber welche Eigenschaft muss die Gerade haben, dass sie bei 180 Grad Drehung eine Fixgerade ist? Genau. Sie muss durch den Drehpunkt gehen. Wenn ich eine Gerade hier durch den Drehpunkt lege und ich drehe jetzt um 180 Grad, dann wird die Gerade wieder auf sich selbst gedreht. Und zwar jede Gerade, die durch den Drehpunkt geht. Ist das bei jeder Drehung der Fall oder nur bei der Drehung um 180 Grad? Wie ist denn mit der Drehung um 45 Grad? Ist dann diese Gerade eine Fixgerade? Nee, weil dann wird ja eine Senkrechte. Vorsicht, um 45 Grad? Wenn ich um 90 Grad drehen würde, wäre es eine Senkrechte, genau. Aber naja, die würde halt irgendwo anders landen. Ne? Die würde zwar immer noch durch den Punkt D gehen, aber würde nicht auf sich selbst landen. Das heißt also, bei einer Drehung im Allgemeinen gibt es keine Fixgeraden. Es gibt keine Gerade, die auf sich selbst abgedreht wird bei einer Drehung. Es sei denn, ich habe spezielle Drehungen, 180 Grad und 360 Grad und so weiter. Aber danach frage ich ja eigentlich nicht, das kann man sich mal überlegen, aber bei der Drehung im Allgemeinen gibt es keine Fixgeraden. Es gibt nur einen Fixpunkt und keine Fixgeraden. Gibt es Fixpunktgeraden? Ja? Nee, also es kann ja keine geben, weil es keine Fixpunktgerade wäre ja auch nach. Sehr schönes Argument. Es kann keine Fixpunktgerade geben, weil es ja keine Fixgerade gibt. Und eine Fixpunktgerade ist eine Fixgerade. Gibt noch ein anderes Argument? Hat jemand ein anderes einfaches Argument, warum es keine Fixpunktgerade geben kann? Was brauche ich für eine Fixpunktgerade? Ja?
Genau. Wir brauchen mehrere Fixpunkte, aber es gibt nur einen einzigen. Kann keine Fixpunktgerade geben. Wir brauchen unendlich viele Fixpunkte, die alle auf einer Geraden liegen. Wir haben aber nur einen einzigen Fixpunkt. Also kann es keine Fixpunktgerade geben. Ah, hier kommt eine interessante Frage von außen. Orkam fragt, wäre in einem dreidimensionalen Raum mit einer Drehung in der Ebene die Gerade durch den Drehpunkt, die auf der Ebene senkrecht steht, auch eine Fixgerade? Das ist eine gute Frage. Ihr habt einen dreidimensionalen Raum, Ebene. Ihr dreht die Ebene um irgendeinen Winkel und jetzt nehmt ihr die Gerade, die durch den Drehpunkt geht und senkrecht im Raum auf der Ebene steht. Die liegt nicht auf der Ebene, sondern die durchsticht die Ebene senkrecht im Drehpunkt. Was meint ihr? Wäre das eine Fixgerade? Wir drehen die Ebene und wir betrachten die Achse, die durch oder die Gerade, die durch den Drehpunkt sticht, senkrecht. Ja, genau. Würde ich auch sagen. Ne? Wir drehen den gesamten Raum, aber diese Gerade ist eine Fixgerade. Sehr gute Frage. Okay. Bitte, das rentiert sich wirklich zu streamen, weil es kommen echt auch gute Fragen von außen. Okay. Haben wir alles an Eigenschaften bei der Drehung? Ich glaube, ne? Gut. Punktspiegelung. Oder nee, nehmen wir erstmal die Verschiebung. Komm, wir nehmen die Verschiebung. Die Verschiebung um einen Vektor v. Also, wir haben hier zum Beispiel ein Dreieck. Na, es wird immer die komplette Ebene verschoben. Ups. Es wird immer die komplette Ebene verschoben. Aber wir zeichnen halt mal irgendwas drauf, damit wir ungefähr abschätzen können, was da passiert mit der Ebene. So. Und wieder von vorn. Längentreu? Ah, warum? Das gleiche Argument wie immer. Was passiert denn jetzt mit der Overhead-Projektorfolie bei der Verschiebung? Ja. Genau, wir verschieben es in eine Richtung. Alles auf der Overhead-Projektorfolie der Ebene bleibt so, wie es ist, halt nur ein bisschen weiter rechts oder links oder weiter unten oder so. Okay, längentreu, ja. Winkeltreu, ja. Geradentreu, ja. Parallelentreu, ja. Orientierungstreu? Auch, warum? Ja, genau. Wenn wir hier die Bezeichnungsrichtung angeben, die Orientierung, dann ändert die sich ja nicht dadurch, dass ich das Dreieck ein bisschen verschoben habe. Also orientierungstreu ist die Verschiebung. Gibt es Fixpunkte? Du schüttelst den Kopf, warum nicht? Ja, ja. Genau. Wir sind uns einig, es gibt keine Fixpunkte. Ne? Punkte werden alle verschoben. Es sei denn bei einer speziellen Verschiebung. Es gibt eine Verschiebung, bei der gibt es unendlich viele Fixpunkte. Um welchen Vektor? Null Zentimeter. Genau. Das wäre auch wieder die Identität oder man könnte vielleicht sagen, die triviale Verschiebung oder sowas. Betrachten wir nicht. Ne? Aber im Allgemeinen gibt es keine Fixpunkte. So, jetzt Fixgeraden. Du hast einen bestimmten Geradentyp im Kopf, von dem du vielleicht annehmen könntest, dass es Fixgeraden bei der Verschiebung sind. Versuch es nochmal zu formulieren. Ja, genau. Eine Gerade ist unendlich lang. Wenn man eine Gerade entlang sich selbst verschiebt, wo landet sie dann? Auf sich selbst. Das wäre eine Fixgerade. Waagrecht. Eine Gerade, die waagrecht verläuft. Damit bin ich noch nicht ganz einverstanden. Das ist etwas schwubbelig, schwammig formuliert. Wie muss die Gerade verlaufen, damit es eine Fixgerade ist?
Ja? Parallel zum Vektor, zum Verschiebungsvektor. Ne? Es könnte auch sein, also wenn wir uns darauf einigen, das ist waagrecht, alles was irgendwie parallel zum Boden ist oder so, dann würde das ja nicht den Fall einschließen, dass der Vektor in diese Richtung da geht. Die Geraden müssen parallel sein zum Verschiebungsvektor. Dann sind es Fixgeraden. Also es gibt also unendlich viele Fixgeraden. Gibt es Fixpunktgeraden? Schüttelst du den Kopf, warum nicht? Ja, okay, es gibt keine Fixpunkte, kann es keine Fixpunktgeraden geben. Logo. Ah ja, genau. Admiral Wurst schreibt, alle Geraden, die den Verschiebungsvektor als Richtungsvektor haben. Geraden, die den Verschiebungsvektor als Richtung. Ja, genau, stimmt. Ne? Gerade kann einen Richtungsvektor und das ist der Verschiebungsvektor perfekt. Okay, gut. Dritte Abbildung. Die Punktspiegelung am Punkt S. Also, ich zeige mal wieder ein Dreieck ein. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also ihr wisst schon, ich versuche es nach bestem Wissen und Gewissen hier einzuzeichnen, aber stimmt nicht ganz. Ne? Aber ist klar, auf was es hinausläuft. Okay, und los geht's. Längentreu. Ja, okay. Warum? Was passiert mit der Folie jetzt? Richtig, genau. Die Punktspiegelung ist nichts anderes als die Drehung um 180 Grad. Schaut, was passiert, wenn ich dieses Dreieck um 180 Grad drehe um den Punkt S? A landet hier, C landet da, B landet da. Okay, ist längentreu. Damit auch winkeltreu und geradentreu, parallelentreu, orientierungstreu, auch, na, man kann ja hier, also entweder man zeichnet den Pfeil ein, um sicher zu sein, beides mal gegen Uhrzeigersinn, oder man überlegt sich eine Drehung um 180 Grad. Okay. Fixpunkte. Gibt es Fixpunkte bei der Punktspiegelung? Ja? Der Spiegelpunkt. Der Spiegelpunkt S ist ein Fixpunkt, genau. Weitere gibt es nicht, klar, ne, weil alle anderen Punkte werden ja an S auf die jeweils andere Seite gespiegelt. Gibt es Fixgeraden bei der Punktspiegelung? Ja, alle Geraden, die durch S gehen. Alle Geraden, die durch S gehen. Ihr erinnert euch, das hatten wir uns bei der Drehung überlegt. Drehung 180 Grad hatten wir gesagt, ah, da gibt es Fixgeraden. Nein, das ist genau die Punktspiegelung. Und zwar all die, die durch den Spiegelpunkt gehen, sind Fixgeraden. Also, ups. Diese Gerade ist eine Fixgerade und dieses eine und diese und so weiter. Die werden alle 180 Grad auf sich selbst gedreht. Gibt es Fixpunktgeraden? Genau, es gibt keine Fixpunktgeraden. Okay. Ja, habt ihr noch Fragen dazu? Gut, dann beschäftigen wir uns jetzt mit zwei weiteren, also vielleicht sollte man noch Folgendes sagen. Okay, welche Eigenschaften haben alle diese Abbildungen gehabt? Achsenspiegelung, Verschiebung, Drehung, Punktspiegelung. Welche haben sie alle gehabt? Winkeltreu, geradentreu, längentreu und parallelentreu. Eine Abbildung, die alle diese vier Eigenschaften erfüllt,
nennt man eine Kongruenzabbildung. Demnach ist die Achsenspiegelung die Verschiebung, die Drehung und die Punktspiegelung eine Kongruenzabbildung. Warum heißt die Kongruenzabbildung? Weil Figuren oder geometrische Objekte, die durch die Kongruenzabbildung abgebildet werden, kongruent zueinander sind. Deckungsgleich. Dieses Dreieck hier kann ich durch Drehung oder durch Punktspiegelung auf dieses Dreieck hier abbilden und die liegen direkt aufeinander. Die überlappen nicht, das eine ist nicht größer, das andere ist nicht kleiner und so weiter. Die sind kongruent, deckungsgleich. Logischerweise, weil Längen sind gleich, Winkel sind gleich. Also müssen ja, wenn Längen und Winkel erhalten bleiben, die Figuren deckungsgleich sein.